Ich möchte gerne als Grundlage für die Predigt heute Morgen zu dem Thema der Sabbat und die Hoffnung lesen, diesen Text, der dort angegeben ist im Begleitheft aus Hebräer Kapitel 4, die Verse 9 bis 13, und ich lese das nach der Übertragung der Hoffnung für alle. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Gottes Augen bleibt nichts verborgen, vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss Gottes Rechenschaft geben. Ich möchte Ihnen gerne zu diesem Thema 5 Überlegungen mitgeben. Und ein erster Gedanke dazu ist, die Hoffnung ist verlässlich. Thema ist ja die ganze Woche über der Sabbat, die Ruhe, und ja, wir haben an sich eher unruhige Zeiten. Um uns herum erleben wir sehr viel Unruhe, und das ständige Thema ist natürlich Corona mit vielen Schwierigkeiten, die auch dazu führen, dass jetzt diese Predigt aufgenommen wird. Viele Diskussionen um die Sicherheit der Menschen, umgekehrt die Freiheit der Menschen, wie sehr darf man sie einschränken, was ist unangemessen. Viele Diskussionen und Konflikte um dieses Thema herum. Aber es gibt andere Dinge. Wir sind alle sehr gespannt, wie die Verhandlungen zwischen den USA und Russland ausgehen. 100.000 russische Soldaten vor der Grenze der Ukraine, das sind Dinge, die uns Sorgen machen. Und ich erlebe auch viel Unruhe in den Gemeinden, dass theologische Themen ganz neu gesehen werden, kontrovers diskutiert werden, was zu Unsicherheit und Spannungen führt. Unruhige Zeiten um uns herum. Und viel Unruhe, denke ich auch, jedenfalls merke ich das für mich auch in mir selber, in meinem Herzen, in meinen Gedanken, schwer einfach Dinge zu sortieren und Klarheit und ja, immer wieder Ruhe zu finden. Unruhige Zeiten und Ruhe, ja, das wäre eine attraktive Alternative. Aber im Blick auf unsere Situation ist das schwer denkbar. Wie sollen wir unter diesen Umständen zur Ruhe kommen? Der Hebräerbrief sagt im Kapitel 11, Vers 1, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ist das eine gute Antwort? Das ist erstmal schön gesagt, aber ist das mehr als ein frommer Spruch? Wie verlässlich ist die Hoffnung eigentlich? Wir lesen gerne. Ich selber, meine Frau, unsere Kinder lesen auch, und wir lesen bis heute, also ich verrate Ihnen da jetzt was, gerne Astrid Lindgren. Also immer wieder nehmen wir uns schon mal auch so ein Kinderbuch zur Hand und lesen das mit Begeisterung auch durch. Und ich erinnere mich sehr genau, wie schockiert ich war, als ich vor vielen Jahren dann mal von Astrid Lindgren das Buch las, Die Brüder Löwenherz. Berichtet von zwei Brüdern aus einer armen Familie. Sie sterben und finden sich in einem neuen Leben wieder. Aus einer ganz schwierigen Situation kommen sie, wie Astrid Lindgren schreibt, ins Kirschtal. Und das ist wunderschön, sanfte grüne Wiesen, die Kirschbäume, die vielen weißen Kirschblüten, das ist paradiesisch. Und man denkt, alles ist gut, dieses neue Leben ist einfach, ja, es könnte gar nicht besser sein. Und auf einmal sickert das durch, kommen negative Nachrichten, zeigt sich, dass in diesem Paradies wieder ganz massive Probleme da sind, und es kommt zu einer dramatischen Auseinandersetzung. Und das Buch endet nachher damit wieder, dass diese Brüder wieder aus diesem Paradies, das doch keins war, in ein neues Leben hineinspringen. Und ich fand das so bestürzend, dass diese Perspektive, die Hoffnung, die angeboten wird, dieses Kirschtal, auf einmal überhaupt keine Alternative ist, sondern nur die Flucht bleibt in etwas anderes. Und was wird das andere dann sein?
Astrid Lindgren hat das Buch ganz deutlich auch verbunden mit dem hinduistischen Glaubensverständnis der Reinkarnation, den immer wieder neuen aufeinanderfolgenden Leben. Aber das ist keine Antwort, das stellt nicht zufrieden. Und das Ziel im Hinduismus ist nachher das Nirvana, das ist dann die endgültige Zukunft, das, was sie als Paradies vorstellen. Aber für mich ist das keine Antwort, weil die Vorstellung ist, dass der Mensch wie ein Tropfen ist, der ins Meer fließt und dann aber als Tropfen nicht mehr wahrnehmbar ist. Und ich glaube, dass das eine riesige Misere ist, dass der Hinduismus das so denken muss, weil der Hinduismus keine Antwort hat auf die Probleme unseres Lebens, auf die Trennung von Gott, auf die Schuld, auf die Not, die daraus wächst und dass es kein Konzept gibt für eine Vergebung und Versöhnung. Und deshalb kann ein Mensch es sich nicht leisten, als Individuum greifbar zu sein, weil er müsste als Individuum Verantwortung haben, also Verantwortung wahrnehmen, sich vor Gott einfach rechtfertigen. Das kann er nicht. Er muss im Meer verschwinden. Er darf nicht gefunden werden als Individuum. Das geht nicht. Aber das ist keine Hoffnung. Damit können wir nicht leben. Aber wenn der Hinduismus keine Antwort geben kann, keine Hoffnung vermitteln kann, wo finden wir dann Antwort? In welcher Religion, in welcher Ideologie, was gibt es? Und ich glaube, es gibt nur eine einzige Hoffnung, die wir haben. Und diese Hoffnung hat ganz deutlich einen Namen. Gott ist es, der sich selber offenbart in Jesus Christus. Und mich fasziniert das zutiefst, wie Gott handelt, dass Gott zu uns kommt in unsere Unruhe und dadurch eine ganz lebendige Hoffnung entsteht. Und das bewegt mich ganz tief in meinem Herzen, dass wir Gott so wichtig sind. Gott hätte in seiner Macht, von seiner himmlischen Herrschaft hinaus, er hätte einfach seine Macht benutzen können und irgendwie in unsere Situation hineinwirken. Hätte vom Himmel aus die Dinge auf dieser Erde ordnen können. Aber das wollte er nicht. Gott hat sich auch nicht darauf begrenzt, dass er Boten sendet, Engel, die in seinem Auftrag hier die Dinge ordnen. Auch das hat Gott nicht gereicht, sondern es war sein tiefer Wille, es war die Bewegung seines Herzens, die ihn dazu veranlasst hat, selber zu kommen. Und der lebendige Gott kam auf diese Erde, er wurde gesehen, mit den Augen optisch von Menschen wahrgenommen. Er wurde gehört, akustisch haben Menschen die Stimme des lebendigen Gottes gehört, hinein in ihre Lebenssituation. Und mit ihren Händen konnten sie Gott spüren und fassen. Es war wirklich die Erfahrung, Gott ist da, sie waren nicht allein. Und das bedeutet eine ganz große Hoffnung. Und dieser Jesus Christus hat sehr deutlich gemacht, dass er eben nicht nur ein guter, ein sozial engagierter Mensch ist, sondern dass er Gott selber ist, der in unseren Alltag hineinkommt. Und es hat sich gezeigt, dadurch, dass Jesus mit einer ganz tiefen Weisheit über uns Menschen geredet hat, mit einer ganz tiefen Weisheit, einer persönlichen Erkenntnis geredet hat von der Dimension Gottes vom Himmel. Er hat die Macht Gottes offenbart über die Natur, hat einen Sturm gestillt. Er hat seine Macht über Krankheiten gezeigt und Menschen geheilt, die aussichtslos krank waren. Er hat den Tod besiegt, Tote auferweckt, er hat Dämonen ausgetrieben. Und er hat vor allen Dingen Hoffnung geschenkt durch seine völlige Liebe, durch eine totale Hingabe seiner Existenz, durch seinen Tod am Kreuz. Und gerade an dieser Stelle löst er die Grundprobleme, die diese große Unruhe in unserer Welt und in unserem Innersten machen, wo wir ein Gespür haben, tief in uns ist ein Gespür für richtig und falsch. Und wir leiden daran und sind in ständiger Unruhe darüber, dass Dinge nicht gut sind, dass wir schuldig sind und dass uns diese Schuld von Gott trennt und von der Zukunft und von dem Leben. Und Menschen sehen diesen Jesus Christus auf dem Weg nach Golgatha, sehen in diesen Kreuzbalken schleppen, sehen in Leiden und Sterben am Kreuz und damit die Schuld tragen, die uns zerstören müsste. Und sie erleben, dass auch dieser Christus nicht scheitert an Schuld und Tod, sondern Gott an Ostern in beeindruckender Weise bestätigt, dass dieser Christus sein Christus ist,
dass der, der als Mensch zugekommen ist, Gott ist und dass Gott den Tod besiegt und Zukunft schafft und Hoffnung schenkt. Und die Bibel beschreibt uns, dass diese Hoffnung Zukunft hat, dass diese Hoffnung nicht nur etwas ist für den begrenzten Wirklichkeitsbereich dieser Welt, sondern dass es hinausreicht in diese Dimension, diese ewige Zukunft Gottes in den Himmel. Jesus Christus fährt zum Himmel auf. Und damit wird sehr konkret wieder auch mit den Augen wahrnehmbar für seine Jünger, die das miterleben, diese Realität einer anderen, einer größeren, einer heilen Welt, die Hoffnung macht und Ruhe bedeutet. Auch da kann man drüber reden. Und mancher sitzt vielleicht und lacht und schüttelt den Kopf und sagt, na ja, das erzählen sich die frommen Leute so. Das ist wie in den Filmen, ja. Da müssen die Menschen sterben oder zumindest verreisen, wenn ihre Aufgabe erledigt ist und sie aus dem Film verschwinden sollen. Aber die Aufgabe von Jesus ist nicht erledigt. Es gibt eine Zukunft, eine wesentliche Erweiterung der Wirklichkeit. Und das beschreibt uns die Bibel vor allen Dingen in dem, was Gott dem Seher Johannes offenbart. Johannes, der auf der Insel Patmos in der Verbannung war, hat an einem Sonntag eine ganz eindrückliche Begegnung mit diesem auferstandenen Christus, der eben nicht weg ist und nicht erledigt ist, sondern der in einer Macht und Autorität, in einem Glanz auftritt, dass es den Johannes von den Füßen haut. Der stürzt nieder wie tot, aber Christus spricht ihn ganz freundlich und voller Güte an. Und dann gibt es einen weiteren Schritt, dass Johannes aufgefordert wird, komm herauf. Ganz, ganz spannend, komm herauf in diesen Bereich der göttlichen Dimension des Himmels, wirf einen Blick in das, was Gott sagt, was so unglaublich erscheint und doch vollkommen real ist. Und Johannes darf einen Blick in den Himmel werfen, die Zukunft Gottes, und er sieht Gott selbst auf dem Thron und den Christus, den er eben als machtvolle Gestalt erlebt hat, in seiner Autorität, den erlebt er jetzt in dieser tiefen Liebe, die bleibt auch bei dem himmlischen Christus, sieht in dieser Gestalt des Lammes mit dieser tödlichen Schlachtwunde. Und Milliarden himmlischer Geschöpfe beten das Lamm, beten den Christus an in seiner Liebe und sie singen, du allein bist würdig, das Buch zu nehmen, nur du darfst seine Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft, Menschen aller Stämme und Sprachen aus allen Völkern und Nationen. Durch dich sind sie jetzt Könige und Priester, die unserem Gott dienen. Sie werden über die ganze Erde herrschen. Kann man das glauben? Schwierig. Aber schon der Prophet Jesaja hat es so gesagt und Paulus greift es in einem Brief an die Korinther auf und sagt, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte, was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Gottes Zukunft ist real und konkret und mir gefällt das so, dass die Geschichte des alten Israels immer auch ein Bild ist für die Zukunft Gottes, die er noch schaffen wird. Und Israel war ja unterwegs von Ägypten, dann durch die Wüste, ja, in eine gute Zukunft, sagt Gott. Aber wo war das? Die Menschen waren ja in Ägypten geboren, haben seit Generationen da gelebt, jetzt sind sie unterwegs, aber ja, sie hatten keine Vorstellung, was das sein würde, dieses zugesagte Land Gottes, das Land Kanaan, wo Milch und Honig fließt. Aber sie gehen diesen langen Weg durch die Wüste und sie kommen an und sie betreten das Land. Ihre Füße berühren diesen Boden. Sie sehen die Landschaft, die Hügel, Flusstäler, Bäume und Tiere und sie betreten das Land und sie leben da. Und ich durfte mal in Israel sein, manche von Ihnen wahrscheinlich auch. Und das fasziniert mich so. Sie können sich ins Auto setzen oder vielleicht eher ins Flugzeug steigen und dorthin fliegen. Sie können Koordinaten, ihr GPS eingeben für Israel, für Jerusalem oder Bethlehem und Sie kriegen da eine Antwort. Das ist nicht ja Error oder so, kein Treffer, sondern es gibt konkrete Daten dafür. Diese Zukunft Gottes, die er seinem alten Volk Israel verheißen hat, ist konkret. Und dieses konkrete Israel, Sie können heute dahin sich hinstellen, da
mit Blick auf den Tempelplatz etwa oder wo sonst sie dort sind und das erleben. Und dieses konkrete Israel damals ist eine Zusage, ein Versprechen Gottes, dass diese neue Zukunft, der Himmel, genauso konkret ist. Keine fromme Fantasie, sondern eine reale Zukunft. Ein zweiter Gedanke. Wir werden das Ziel unserer Hoffnung erreichen. Zukunft ist schön, aber ja, wie kommen wir dahin? Jetzt stecken wir in vielen Herausforderungen und ja, ist das mit der Zukunft, mit der Hoffnung nicht ein schöner Traum? Eine Seifenblase, die platzt? Wie werden wir das Ziel unserer Hoffnung erreichen? Ich will nochmal darauf zurückgreifen, auf die Situation Israels in der Wüste. Das war ja auch die Frage, aus Ägypten raus war gut, aber jetzt, ja, wie kommen sie an? Wie können sie dieses verheißene Land erreichen? Wie bestehen sie die Situation in der Wüste? Und neben verschiedenen Herausforderungen, die es gab, für die vielen, vielen Menschen in der Wüste zu überleben, ist natürlich klar, die Wüste, die Hitze, Wasser ein Problem. Wie kriegen sie genug Wasser für so viele Menschen? Dazu noch die Tiere, die sie ja mitgeführt haben. Wo ist Wasser her? Und es fehlte und es ist Unruhe und Zorn. Und ja, wir werden hier sterben. Wir brauchen Wasser. Wo kommt Wasser her? Und dann schenkt ihnen Gott das ja, dass es einen Felsen gibt. Und Mose bekommt den Auftrag, mit seinem Stab an diesen Felsen zu schlagen. Und der Fels spaltet sich und es fließt eine große Menge sehr guten, genießbaren Trinkwassers heraus. Und die Menschen können trinken und können leben. Und so schenkt Gott das durch diese und andere Situationen, wo er immer wieder geholfen hat, dass sie den Weg durch die Wüste gehen können und tatsächlich dieses wunderbare Land erreichen, dass die Hoffnung sich erfüllt. Und Paulus greift das auf in 1. Korinther 10, diese Geschichte Israels, und er sagt, sie tranken alle dasselbe Wasser aus dem Felsen. Und dann sagt Paulus weiter, dieser Felsen war Jesus Christus, er selbst begleitete sie durch die Wüste. Und das macht so viel Mut. Das hat einfach für Israel es ermöglicht, dass die Hoffnung sich erfüllt. Und genau das gilt doch auch für uns, für dich und für mich, dass Gott mitgeht, wo wir am Ende sind, wo wir auch ja Wüstensituationen haben. Alltag, der herausfordert und manchmal uns ganz schön rüttelt, dass wir nicht mehr wissen, wie es gehen soll. Aber Gott geht mit und er gibt immer wieder Wasser, gibt die Lebensmöglichkeiten und schenkt, dass wir weitergehen können, das Ziel erreichen. Denke auch an Psalm 23, wo Gott sich selber schildert als der gute Hirte, der den Weg mitgeht, der seine Schafe versorgt, diese wunderbare Weide, frisches, grünes Gras, Wasser. Und dann aber auch dieser Weg durchs dunkle Tal, genau diese herausfordernde Situation. Aber Gott geht mit und Luther übersetzt dann und sagt oder schreibt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, mein Leben lang. Aber ich mag das, im Grundtext steht es noch ein bisschen anders. Da steht, alle Tage meines Lebens werden Gutes und Barmherzigkeit mir folgen. Das ist nochmal präziser oder nochmal aufgedröselt in die Alltagssituation. Nicht so mein ganzes Leben, sondern jeder Tag, jede neue Situation ist Gott da und sorgt für mich. Und Jesus greift das auf, er schildert sich ja selber als der gute Hirte. Und er sagt seinen Jüngern am Ende im Blick auf die Zukunft, die sie mit ihm erstmal, die er gibt, aber die sie eben erstmal erreichen müssen, sagt er ganz ähnlich, siehe, ich bin bei euch. Und dann kommt genau das wieder, alle Tage, jeden Moment bis an das Ende der Welt. Und Gott schenkt das auch. Das Leben fordert uns viel ab, aber Gott gibt immer wieder doch auch ganz erstaunliche, ermutigende Zeichen seiner Macht und seiner Treue. Und ich habe einen guten Freund, aus Studienzeit noch schon lange, lange zurück, bald 30 Jahre. Und er hatte Morbus Crohn, eine ganz problematische Darmerkrankung. Und er hat wirklich sehr daran gelitten. Und Morbus Crohn gilt als unheilbar bis heute. Aber irgendwann war das weg. Also fragen Sie mich nicht wie. Und ich weiß auch jetzt gar nicht ein Datum, aber es war. Und es war wirklich sehr schwierig. Und es ist nicht mehr da, es ist gesund. Gott hat das getan. Und gestern sprach ich noch mit einem Mann, der hat aplastische Anämie. Das ist so eine Krankheit, die so ein bisschen wie Krebs ist, was anderes, aber ähnlich und gefährlich und zerstört ein Leben. Und der Mann hat wirklich vor Jahren an dem Punkt gestanden, wo er beinahe gestorben wäre, aber Gott hat sein Leben beschützt. Und ja, jetzt war er beim Arzt und der Arzt sagt, ja, also
ihre Werte sind gut, sie sind, ja, sie haben keine aplastische Anämie mehr. Also ich habe das, er hat mir das erzählt und ich habe das gehört und irgendwie beiseite geschoben und irgendwie habe ich gesagt, wie bitte? Er hat das nicht mehr, er war schwer krank, todkrank und jetzt sagt er, die haben das nicht mehr. Gott tut Wunder, Gott greift in unser Leben ein und deshalb können wir anders mit Herausforderungen auch umgehen. Ich erinnere mich an einen alten Herrn in einer Gemeinde, in der ich vorher war. Er war im Krieg in Russland, diesen ganz schweren Russland-Feldzug, wo um ihn herum Tausende, Zehntausende Soldaten sterben. Im Kampf, wo sie krepieren in den Zelten, wo sie auf dem nassen Boden, auf dem gefrorenen Boden schlafen mussten, wo Medikamente fehlten, Ärzte nicht da waren, die Ernährung ganz schlecht war, Leute erfroren, verhungert sind, kaputt gegangen sind, viele um ihn herum. Aber er hat gespürt, dass Gott da ist. Und er hat mir gesagt, Burkhard, ich habe immer meine Stiefel geputzt. Die waren immer blank. Das war so sein Ausdruck für Hoffnung, für Zukunft. Er sagt, ich habe das erlebt. Da kamen eine MG-Salbe auf mich zu, Leuchtgeschosse. Und ich habe das auf mich zukommen sehen, dachte, jetzt werde ich sterben. Aber dann sind die Geschosse unmittelbar vor meinen Stiefeln in den Boden gegangen. Und ich habe das überlebt. Burkhard, ich putze meine Stiefel. Ich habe Hoffnung. Das hat mich tief beeindruckt. Das Leben bleibt für uns immer auch herausfordernd. Es bleibt, wie für Israel, immer auch ein Stück Wüstensituation. Und manchmal ist der Weg irgendwie unglaublich lang und das Ziel schier unerreichbar. Aber Gott gibt Zeichen, dass er da ist und mitgeht. Man kann sagen, nur Zeichen ab und zu, aber wichtige Zeichen, dass Gott gegenwärtig ist. Ich habe vor ein paar Jahren das Buch gelesen von John Bunyan, Die Pilgerreise, ist ja sehr bekannt. Und ja, also ich fand es nicht so aufregend. Ich will jetzt keinen verärgern, der das Buch sehr gut findet. Ich habe es nachher auch gut gefunden, aber erst war mir das nicht so spannend. Also diese Vergleiche, die Bilder, die er hat, gut, ich bin lange Christ, ich bin Pastor, das war nicht so sehr spannend und neu für mich. Und dann gibt es die eine Schwierigkeit und die nächste und wieder eine und das hält sich ja dran, das hört ja irgendwie gar nicht auf so. Und das fand ich ein Stück ermüdend so. Aber irgendwann habe ich dann verstanden, irgendwann kommt er an, dieser Christian, die Hauptfigur. Irgendwann ist der Weg zu Ende, die Schwierigkeit überstanden und er sieht das himmlische Jerusalem vor sich und er betritt das und er merkt, was Gott sagt. Es ist wahr. Es ist alles wahr. Ich sehe, ich erlebe es, ich betrete die Zukunft Gottes. Alle Hoffnung erfüllt sich. Und auf einmal hat mich das dann tief bewegt, war das spannend für mich und dachte, ja, das ist doch auch so. Jede neue Schwierigkeit, die ich erlebe und erleide, zeigt doch, ich habe die vorherige Schwierigkeit schon überstanden. Gott geht weiter mit mir, Gott lässt mich nicht hängen und darauf können wir uns stützen. Wir werden das Ziel unserer Hoffnung erreichen. Ein dritter Gedanke. Die Hoffnung hat Auswirkungen. Das war ganz interessant, das war gar nicht so meine Idee, aber während ich bei der Vorbereitung gesessen habe, ploppt in meinem Bildschirm am Computer so ein Fensterchen auf und ich denke, was ist das? Geh mal da drauf und stoße auf diesen Artikel. Und Steffen Thiemann stellt die Frage danach, wie kann das sein, dass sich im Römischen Reich die Christen so stark ausgebreitet haben, zwar gerade in Zeiten verheerender Epidemien. Das war wohl so, gerade im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus hat es furchtbare Epidemien gegeben. Viele, 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 viele Menschen sind gestorben. Aber in gerade diesen Zeiten ist die Zahl der Christen stark gewachsen. Wie kann das sein? Und Thiemann bezieht sich auf Rodney Stark, einen amerikanischen Religionspsychologen, der in den 90er Jahren ein viel beachtetes Buch geschrieben hat, Der Aufstieg des Christentums. Und Rodney Stark sagt, es war die Hoffnung der Christen, die einen ganz starken Impuls in ihre Umwelt ausgesandt hat. Die Heiden hatten keine Hoffnung. Es gab natürlich die römische Religion, die Götter und es gab eine Idee vom Tod, dass man in den Hades geht. Aber die Leute haben selber verstanden, dass das hilft uns nicht, das sind Geschichten, aber das ist leer. Es gibt keine Hoffnung, es kommt nur der Tod und alles zerbricht.
Und weil sie keine Hoffnung hatten über den Tod hinaus, haben sie versucht, ihr bisschen Leben festzuhalten und haben sich von den Kranken distanziert und haben die Kranken alleine sterben lassen. Aber die Christen hatten Zukunft. Sie wussten sehr genau, wenn hier dieses Leben endet, beginnt erst ein Leben, eine Zukunft, die viel köstlicher ist als alles, was ich hier erleben kann. Und die Christen sind zu den Kranken gegangen, haben sie gepflegt, haben ihnen Essen gebracht, haben, ich weiß nicht, was man da konkret tun musste, um die Situation zu erleichtern. Und sie sind das Risiko eingegangen, sich selber zu infizieren und selber an der Epidemie zu sterben. Und sie haben das gewagt, weil sie wussten, damit endet mein Leben nicht. Meine Hoffnung wird nicht an einer Epidemie und nicht an einem Tod zerbrechen, sondern es hat Zukunft. Niemand kann das nehmen. Und das haben sie konkret gemacht durch die Hilfe für die schwerkranken Menschen. Und die Römer haben das gesehen, aber spinnen die, ja, sind die verrückt, wie können die da hingehen? Und sie begreifen langsam, dass da eine Hoffnung ist, die sich dem widersetzt. Eine Zukunft, die stärker ist als diese ganze Epidemie. Und das hat sie bewegt, das ist ihnen unter die Haut gegangen und sie haben ihrerseits durch die Hoffnung der Christen gewagt, Hoffnung zu denken und haben sich Gott anvertraut. Und das Christentum ist in dieser Zeit enorm gewachsen. Warum? Weil die Christen Hoffnung hatten. Eine Hoffnung auf Gottes gute Zukunft. Und das ist unglaublich ermutigend und ich wünsche uns und mir, ich habe auch mehr oft Schiss als Vaterlandsliebe, dass wir wirklich das, was wir hoffen, auch wagen, unser Leben darauf zu stützen. Und ich weiß nicht, was Corona uns noch bringt oder andere Zeiten, die kommen können. Und wir sind nicht sicher, dass wir wieder auch Kriege oder anderes erleben müssen, aber dass wir, wenn es so kommt, wirklich die Hoffnung wagen zu belasten. Unser Leben darauf stützen, unser Leben wagen und so die Hoffnung Auswirkungen hat, auch für die Menschen um uns herum. Ein vierter Punkt. Die Hoffnung übersteht alle Kämpfe. Im Vers 11 in unserem Text lesen wir, lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen ungemütlich an. Da sprechen wir so von der Hoffnung, das ist ein angenehmes Thema. Und jetzt ungehorsam, Ziel verfehlen, warnendes Beispiel, das ist wie so eine kalte Dusche. Was machen wir damit? Und es kommt sogar noch ein bisschen dicker. Wenn man in den Hebräerbrief reinguckt und den gesamten Abschnitt sich ansieht, aus dem unser Text stammt, dieser Zusammenhang von Kapitel 3, Vers 7 bis Kapitel 4, Vers 13, kommt viermal die eindringliche Aufforderung Gottes. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Verstockt eure Herzen nicht. Und noch ein Stück massiver und bedrohlicher, auch wieder viermal in diesem Text, wo Gott sagt, ich schwor ihnen in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Da muss man echt Luft holen und das sind so Punkte, wo Leute auch ärgerlich reagieren und sagen, was ist das für eine komische Sache mit der Religion, für ein dunkler Gott, der solche Dinge sagt. Und der ganze Hebräerbrief ist geprägt, einerseits von einer, ja, in der ganzen Bibel kaum vergleichbaren Schilderung und Ehrung der Autorität und der Herrlichkeit des Christus. Und andererseits ist der Hebräerbrief geprägt von Warnungen, die vertrauensvolle Beziehung zu Jesus aufzugeben. Was hat es damit auf sich? Noch einmal müssen wir, um das zu verstehen, die Situation Israels in der Wüste ansehen. Das ist ja die Schwierigkeit auch. Wenn es uns gut geht, wenn die Sonne scheint, ist das prima und dann glauben wir auch gerne an den lieben Gott. Und wenn es dunkel wird und die Situation herausfordernd ist, wenn die Wüste da ist und die Hitze und der Durst, dann wird es schwierig und dann gibt es ganz schnell die Anklage an Gott. Wie kannst du das zulassen, Gott? Das akzeptieren wir nicht. Und das war genau einfach die Situation, die sie hatten. Wir haben das eben schon ein bisschen auch gehabt, der Felsen in der Wüste, aus dem das Wasser fließt. Und das war dieser Punkt und diese Frage, wie stellen wir uns zu Gott? Israel hat das erlebt, einerseits die Wüste, die Herausforderung, aber auch das Eingreifen Gottes, das Wasser aus dem Felsen.
Aber sie haben letztlich Gott das Vertrauen verweigert. Sie haben das Wasser getrunken, das war für den Moment gut, aber ein grundsätzliches Vertrauen hatten sie nicht. Und sie haben Gott damit die Ehre verweigert und letztlich die Beziehung aufgegeben. In dem Moment, wo du Wasser gibst, nehmen wir das Wasser, ansonsten trauen wir dir nicht. Und wir nehmen es dir übel, dass du uns durch die Wüste führst. Das war die Situation, in der viele Israeliten einfach sich befunden haben. Und das hat keine Zukunft. Wenn ich Gott nicht wirklich traue, kann ich nicht Gottes Zukunft für mich in Anspruch nehmen. Warum ist das so schwierig? Warum ist die Hoffnung so umkämpft? Und ich denke, die Hoffnung ist so umkämpft, weil sie so kostbar ist. So, was sowieso keinen großen Wert hat, ist egal. Aber es wirklich einen hohen Wert hat, da gibt es Ansprüche und da kann es Konkurrenz und Kämpfe drum geben. Und genau das ist die Situation. Die Zukunft Gottes ist so kostbar, dass sie umkämpft ist. Und wieder göttliche Mächte, der Teufel, versuchen uns von Gott und seiner Zukunft zu trennen. Und der Teufel handelt selber als Person, er handelt durch seine Dämonen, er handelt durch Menschen, die er inspiriert, durch seine dunklen Gedanken, er handelt durch Situationen, die er arrangiert, um uns zu verunsichern. Aber der Teufel kann uns nie schaden, niemand kann uns schaden. Und er kann das nur tun, nicht aus eigener Macht, sondern dadurch, dass er uns von dem Christus trennt, der unsere Zukunft ist. Das ist die Gefahr. Und wo Gott die Liebe ist, neidet der Teufel Gott und uns die Liebe und versucht sie zu zerstören und uns von dieser Hoffnung zu distanzieren. Denn Hoffnung und Zukunft gibt es nur durch Jesus, durch niemand anderen. Jesus sagt das selber, ich bin die Wahrheit, bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und Johannes fasst das sehr knapp und präzise in seinem ersten Brief zusammen, sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist wichtig, das zu verstehen. Es gibt diese eine Option, mehr gibt es nicht. Und das andere geht darum, dass Gott Liebe ist. Und Gott wird uns eine gute Zukunft nicht bestimmen, sondern Gott lädt zu der guten Zukunft ein. Das ist eine ganz hohe Würde, die Gott uns schenkt, dass er uns nicht in den goldenen Käfig zwingt, sondern dass er einlädt, seine Liebe als Geschenk anzunehmen und aufgrund einer eigenen bewussten Entscheidung das Vertrauen zu Gott in Anspruch zu nehmen oder es zu leben. Die Warnung ist eine Warnung vor der falschen Entscheidung, aber vielmehr eine Ermutigung zu der richtigen Entscheidung. Gott wirbt um dich, in deiner Liebe versucht er dich zu gewinnen, aber weil nichts kostbarer als die Liebe ist, ist sie umkämpft und angefochten. Aber wenn wir Glauben wagen, uns ganz auf Christus stützen, wird der Glaube in den Kämpfen nicht aufgerieben, sondern wird immer nur stärker werden. Manchmal habe ich Angst darum, selber zu zerbröseln. Aber ich merke das doch, dass Gott mir das schenkt, wo ich bei aller eigenen Angst und Unsicherheit den nächsten Schritt wage, dass Gott mich ermutigt und gegen alle Anfechtungen und gegen alle Kämpfe der Glaube wächst und stärker wird. Und Paulus sagt das den Leuten in der Gemeinde in Philippi, die auch in diesen Herausforderungen gestanden haben. Er sagt, lasst euch auf keinen Fall von euren Gegnern einschüchtern. Euer Mut wird ihnen zeigen, dass sie verloren sind, ihr aber von Gott gerettet werdet. Ein fünfter und der letzte Punkt, die Hoffnung weitergeben. Wir haben unruhige Zeiten, in denen wir über das Thema Ruhe reden. Und Jesus verschärft das noch, sagt, es ist böse Zeit. Aber nutzt die Zeit, dass Hoffnung wachsen kann. Und ich fand das ganz interessant, so sehr die Zeit abläuft, die wir haben, ist es letztlich ein Zeichen für die Schwäche des Bösen. Gottes Zeit läuft nicht ab, aber die Zeit, in der Teufel noch die Möglichkeit hat, etwas zu tun, sie läuft ab. Es gibt für das Böse keine Zukunft, es gibt für das Böse keine Hoffnung, aber für das Gute gibt es eine Hoffnung und die Möglichkeit sollen wir nutzen, eben das anderen Menschen zu vermitteln.
Petrus schreibt in seinem ersten Brief: Christus allein ist der Herr. Haltet ihn heilig in euren Herzen und weicht vor niemand zurück. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Und ich wünsche mir, dass wir die Hoffnung wagen, wie die Christen im Römischen Reich während dieser verheerenden Pandemien, dass wir auf Gott setzen, auf seine Hoffnung und wagen, Jesus nachzufolgen, sein Beispiel nachzuahmen und unser Leben auch zur Verfügung zu stellen und gerade dadurch diese Hoffnung für andere greifbar und lebendig zu machen. Und ich denke, das, was wir vor allen Dingen tun können, ist, für andere Menschen da zu sein. Manche brauchen Geld, manche brauchen Hilfe beim Umzug oder bei Behördensachen oder so. Ja? Aber was vor allen Dingen Menschen brauchen, ist Liebe. Was Menschen brauchen, ist, dass sie nicht alleine sind, dass wir da sind. Und die Hoffnung, die wir haben, ist dadurch entstanden, dass der lebendige Gott aus seiner ewigen Dimension zu uns gekommen ist, dass er da ist und wir nicht alleine sind. Und diese Grunderfahrung, die lebensnotwendig ist, nicht alleine zu sein, die brauchen Menschen, darauf wächst Hoffnung. Und ich wünsche uns, dass wir bereit sind, egal was dem entgegensteht, die Liebe zu leben und für Menschen da zu sein und dadurch die Hoffnung lebendig werden zu lassen. Amen.